Viele von euch, die gerade zuschauen, die haben sicherlich schon ein bisschen was von mir mitbekommen. Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, schon ganz lang in der Fitnessszene. Ja, mit über 50 Jahren sicherlich einer der ältesten Personal Trainer in Deutschland. Zwischenzeitlich nenne ich mich auch immer mehr Personal Coach, weil einfach Personal Trainer versteht man, okay, der macht einen Trainingsplan, der macht einen Ernährungsplan, der macht ein 1:1 Coaching im Bereich der Bewegung, im Bereich der Ernährung. Zwischenzeitlich, gehört da noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Ich mache noch gerade eine Ausbildung zur REKVT, rationale, emotive, kognitive Verhaltenstherapie. Das ist eine Therapieform, wo man dafür sorgt als Coach, dass die Kunden, meine Coaches, ihre Effizienzblockaden abbauen. Ganz wichtig. Warum? Was nutzt mir der beste Trainingsernährungsplan, wenn letztendlich mein Kunde, mein Coachee Effizienzblockaden hat, drüber stolpert und dann letztendlich dauerhaft das gar nicht umsetzt? Habe ich relativ wenig davon. Somit wandelt sich das Ganze jetzt gerade ein bisschen. Meine Tätigkeitsfeld wandelt sich gerade auch ein bisschen vom Ernährungsberater, vom Personal Trainer, vom 1:1 geht es natürlich auch in die Richtung, dass die Restparameter außenrum bearbeitet werden. Das heißt, das Thema Mindset, das Thema Zeitmanagement, das Thema Selbstbewusstsein, das gehört alles, fließt alles mit in meine Beratung rein und ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, das ich auch sehr, sehr gerne mache. Wenn jetzt der ein oder andere zuschaut, fragt sich ja, wo ist denn eigentlich der Ursprung? Wie ging es denn eigentlich mal los? Wie kam er denn überhaupt dazu? Dann habe ich jetzt für euch eine kleine Geschichte. Und die Geschichte, die fängt an im Jahre 1985. Nein, 1984 fängt die an. Also schon ganz weit zurück und der eine oder andere, der gerade zuschaut, der war dann noch gar nicht auf der Welt. Ja, ich war ein schmales Bürschchen bei 1,78 m, ich glaube sogar 1,79 m, hatte ich gerade mal 54 Kilo Körpergewicht. Ja, und das ist natürlich im Alter von 18, 19 Jahren nicht unbedingt spannend. Warum? Weil du da natürlich in der Blüte deiner Hormone denkst, du bist ein Mann. Wenn du aber visuell nicht unbedingt das Bild eines Mannes darstellst, dann lässt du dir natürlich ein bisschen was einfallen. Oder solltest du dir ein bisschen was einfallen lassen? Ja, und bei mir war es so, dass ich zu der Zeit eine Freundin hatte, die war 1,72 m groß, Leistungsschwimmerin. Ja, und die hatte 65 Kilo und ich konnte mich hinter ihr verstecken, umziehen und keiner hätte mich gesehen. Die besten Freunde, die man da so hat, die sorgen natürlich auch dafür, dass man immer schön motiviert bleibt, weil die dummen Sprüche von denen, Schlumpf und aus dir wird das sowieso nichts, du Hering und solche Sachen. Und deine Freundin hat ein breiteres Kreuz wie du. Die haben dazu beigetragen, dass ich mir das erste Mal dann in diesem Leben gedacht habe, muss ich mich mit dem abfinden, was die Natur für mich vorgesehen hat. Das heißt, genetisch jemand, der ordentlich essen kann, der nicht zunimmt oder wenig zunimmt, der natürlich von Natur aus jetzt auch nicht unbedingt viel Muskelmasse hat. Ja, aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, nee. Ich muss mich nicht damit abfinden. Ich könnte mich damit abfinden, man kann es auch kompensieren über schlaue Sprüche, keine Ahnung, über dicke Autos, über was weiß ich, das geht alles. Ich habe mich aber damals entschlossen, nee, ich würde gerne einen anderen Weg gehen und würde gerne meinen Genen zeigen, dass es auch anders geht. Dann kam noch ein Freund ins Spiel, der mich lange bequatscht hat, dass ich mit ins Kraftsportstudio gehen sollte, war aber noch nicht richtig so schlüssig, soll ich da hingehen, weil diese Kraftsportstudios, die waren mir ein bisschen suspekt. Auch zu der Zeit, vor knapp 30 Jahren, war das halt eben Kraftsport. Das war also Randsportart. Die meisten, die du dann kennengelernt hast, wo du dann im Sport warst, die haben gesagt, Bodybuilding, das sind doch die Menschen da mit den Badehöschen und braun angeschmierten so. Also es war ein Sport nicht mit den besten Referenzen. Ich habe mich entschlossen, habe mit ihm angefangen zu trainieren. Er hat nach einem halben Jahr aufgehört und ich habe meinen Beruf draus gemacht. Und ja, spannend. Ja, ich hatte dann eben sukzessive Erfolg bei diesem Sport. Habe natürlich am Anfang, wie jeder den Sport anfängt, extrem übertrieben mit dem, was ich getan habe. Einfach viel zu viel trainiert, war körperlich noch am Arbeiten als gelernter Zimmermann. Ja, und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, aus meinem Hobby meinen Beruf zu machen, auch mehr oder weniger ja, aus dem Zufall raus.
Das war sicherlich nicht genauso geplant, hat mich da jemand reingeschubst. Dann hatte ich irgendwann ein Fitnessstudio mit 22 Jahren, Fitnessstudio, eigenes. Und so habe ich mich einfach in einer Welt zurechtgefunden zum Thema Fitness und habe daraus letztendlich auch mein Geschäftsmodell gemacht. Zwischenzeitlich kam nach irgendwann mal im Jahre 2000 das Thema Online-Coaching dazu. Da gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar niemanden, der Online-Beratungen angeboten hat. Zufallsprodukt bei mir. Meine Webseite neu, 2007, waren noch die sogenannten Foren aktiv. Da habe ich in Fitnessforen meine Webseite gezeigt und gesagt, ihr könnt da mal reingucken, ihr findet das Ganze. Hatte in dieser Webseite viele Vorher-Nachher-Bilder. Von meinen Kunden habe ich immer gemacht. Warum? Weil ich gesagt habe, Vorher-Nachher-Bilder ist eine schöne Belohnung, visuelle Belohnung für meine Kunden, dass sie sehen, wie sie sich verändert haben. Die haben eine medizinische Körperfettmessung gemacht, die haben eine Gewichtsmessung gemacht, eine Sichtungskontrolle und natürlich Umfangsmessung und last but not least diese Bilder. Gut, die habe ich drin gehabt und dann kam nach der Vorstellung meiner Webseite nächsten Tag ganz viele E-Mails mit der Nachfrage, wie schaffe ich es innerhalb von 12, 16, 20 Wochen, ein halbes Jahr, je nachdem, mich so zu verändern, entweder so viel Körperfett zu reduzieren oder eine extremen Strandbody zu bekommen oder auch Muskelmasse aufzubauen. Wie schaffe ich das? Und die Fragen waren einfach wie ein roter Faden durch und habe ich mir ein Geschäftsmodell überlegt. Das war das Online-Coaching. Somit war 2007 das Online-Coaching geboren. Da gab es definitiv noch keinen anderen, der es angeboten hat. Der einzigste Sportler und Fitnesssportler, der noch mitten auf dem Markt war, war der Flavio Simonetti. Der war noch da, aber ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt nur Videos online, hat aber noch nicht angeboten, Trainingspläne, Ernährungspläne zu machen. So, und dadurch hat sich ein Geschäftsmodell entwickelt, das tatsächlich bis heute von mir geführt wird. Ein großer Anteil meines Tagesgeschäfts ist Online-Coaching. Menschen betreuen, die noch nie bei mir waren, die zum Teil aus Österreich kommen, aus der Schweiz kommen. Mein weitestes Online-Coaching ist ein Australier, den ich gecoacht habe, der auch eine Mega-Bombenform abgelegt hat. Ja, und somit einfach mal für viele von euch, die mich nicht kennen, so ein bisschen eine Geschichte, wie ich eigentlich entstanden bin, was da alles passiert ist. Ja, und im Moment ist es so, dass ich mich natürlich noch weiterentwickle. Die fleißigen Follower, die mich kennen bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, die sehen natürlich, dass es immer wieder Neuigkeiten bei mir gibt. Warum? Weil ich einfach gegenüber Neuigkeiten immer sehr aufgeschlossen bin. Ich da einfach sage, okay, mehr wie schief gehen kann nichts, also entscheide ich mich immer relativ schnell, oft auch aus dem Bauch heraus, okay, das machst du jetzt. Und in der Regel funktioniert es. Deswegen ist jetzt mein neuer Flow, den die einen und anderen schon gesehen habe, ich mache im Moment Auftritte bei Dirk Kräuter auf seinen Vertriebsoffensiven, auf Riesenveranstaltungen, wo ich mit seinen Teilnehmern einfach alle 2,5 bis 3 Stunden eine mega geile Fitnessparty feiere. Einfach mal loslassen, locker lassen, Musik laufen lassen und dann ein bisschen Sport, ein bisschen bewegen, ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Spaß haben. Das ist im Moment das, was mich, würde mal sagen, ja, am liebsten mache ich gerade. Also von mir aus jedes Wochenende. Gib mir eine Bühne, ich gehe da raus, ich mache die Rampensau. Sehr, sehr gerne. Und ja, wer weiß, was sich noch entwickelt, bleibt einfach mal ein bisschen in meinem Kanal, verfolgt mal ein bisschen mit und freue mich natürlich über jeden Kommentar, über jeden Like, über jeden Follower. Wichtig von euch ist, ich brauche Feedback. Wenn ihr was wissen wollt, ich habe 30 Jahre Erfahrung, schreibt es unten rein. Ich versuche, so detailliert wie möglich zu antworten. Was ich nicht gerne mache, sind pauschale Antworten raushauen. Das mache ich relativ ungern. Deswegen, wenn ihr fragt, dann nicht einfach, wie baue ich Muskelmasse auf? Da kann ich euch 100 Sachen erzählen, sondern einfach ein bisschen spezifischer. Zum Beispiel, ich bin 1,75 Meter groß, gehe 8-mal in der Woche ins Studio und esse einmal am Tag und möchte Muskelmasse aufbauen. Dann kann ich dir weiterhelfen. Ja, jetzt wünsche ich euch mal viel Spaß beim Liken und bei Bemerkungen schreiben.